Also wir gehen weiter diese Woche mit das Thema über die Charismatiker. Und das Thema haben wir unterteilt in drei. Das erste ist das Teil über Zeichen. Das zweite ist über Zungen. Und das dritte ist über Heilung. Und es ist nicht zu unterschätzen, wie kräftig die Pfingstcharismatik in den letzten Tagen sind. Ich schätze, dass die meisten, sag mal, evangelische Gemeinden, die wachsen, sehr stark charismatisch geprägt sind. Und viele früher lemmesisch saubere Gruppen, wie die Baptisten, sind heute auch meer en meer, auch die evangelische, von die charismatische Lehre beeinflusst. Und darum braucht ihr vorhin in der Bibel auch einzuschreiben, die Referenzen, die ich euch gebe. Das ist wirklich notwendig, weil auf die Straße oft triffst du Charismatiker, die verführt sind. Sie können sicher von neuem geboren sein, aber wenn die charismatische Lehre einmal in die Gemeinde reinkommt, dann ist ein Christ eigentlich wenig mehr wert, wenn es kommt zu aktive Evangelisation oder Mission. Und Charismatiker sind niemals Bibelgläubige, sie können die Bibel niemals recht verstehen. Das Problem mit Charismatiker im Allgemeinen ist, sie schauen die Bibel an durch die Brille ihrer Gefühle. Jahren her sprach ich mit einem Mann, die ist ein feiner Bruder im Herrn, aber ich sprach in Zungen. Und ich gebe ihm all das Material über die Zunge und so weiter. Und ständig sage ich danach, du hast mir niemals ein Gegenargument auf die Schrift geben können. Warum sprichst du noch immer in Zungen? Das habe ich nicht verstanden. Was soll er sagen? Aber es fühlt so gut. Na, das ist ähnlich lehmäßig, als wenn du mit jemandem sprichst und du sagst, als Kind, ja, warum bist du untreu in einer Frau und warum hust du mit einer anderen? Es fühlt so gut. Das ist das gleiche Argument. Aber dann lehmäßig. Sieh? Also, deswegen tun wir das Zeug auch über Sieben Tag Adventist, rechte Bibel, Charismatiker, dass sie versteht anhand der Schrift, warum wir glauben und was wir glauben. Und warum wir nicht glauben, was die Charismatiker sagen. Und die Praxis von Charismatiker, das zweite ist dann, dass ihr Argument oft ist, es fühlt gut, das heißt, sie tun auch für Dinge in ihr praktische Christenheit, die gut fühlen. Sie haben diese christliche Rock'n'Roll-Musik. Sie haben eine Art von Kleidung, eine Art von Gemeinde, eine Art von Predigt, die das Fleisch gefällt. Und auch eine Bibel, die das Fleisch gefällt. Da ist natürlich auch der größte Unterschied mit diesem Buch. Diesem Buch gefällt nicht das Fleisch. Wenn du mal irgendwo ein Fleisch bist, dann sagst du nicht, ich gehe feine alte Luther-Bibel lesen. Mann, das soll ein Segen sein, nicht? Das ist kein Lust haben. Und das ist das Problem mit den Charismatiker. Das ist typisch für die heutige Christenheit, ein Geist von tue, was gut fühlt. Und nicht tun am Glaube, was Gott sagt, obwohl es vielleicht nicht das Fleisch gefällt. Also, wir fangen an mit Charismatiker. Und erstens ist das die Zeichen. Und du siehst schon, das griechische Wort Charisma ist darin. Charisma heißt begabt. Jemand ist charismatisch. Er hat Charisma. Was ist das? Charisma. Er hat Ausstrahlung und so weiter. Das heißt begabt. Das heißt, sie bekennen begabt zu sein. Aber wenn du es gut prüfst, sind sie überhaupt nicht begabt. Ich war da in Indien letzten Monat und habe dann mit 10 Studenten gesprochen über das Punkt von Charismatik. Jetzt haben wir viele Fragen gehabt. Nach einem Tag ist ein nicht mehr gekommen und zweiter Tag sind zwei nicht mehr gekommen, haben dann bevor frisch am nächsten Tag den Zug zurück nach, wo sie auch herkamen, genommen. Warum? Sehr schwer beeinflusst von der charismatischen Lehre und Geist. Und sie konnten nicht widerlegen, was ich sagte, anhand der Schrift, sind sie direkt gegangen. Erstens war, es gibt einen Grund, warum Gott Zeichen gegeben hat. Und fangen wir an im Neuen Testament, in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 22. 1. Korinther 1, Vers 22. Du bist gerade zum Glauben gekommen. Erst was passiert ist, Gott, der Teufel schickt an Jehovas Zeugen vorbei, an Mormonen vorbei und Simon Tuck hat vom Tisch und danach an charismatische Christ. Die sagt, ah, was,
Komm zu unserer Gemeinde. Ist so schön, so ein Segen. Die Gruppe hier, die Stammi, die Freie von Jesus, die Volksmission schon hier, wird auch Zungenrede erlaubt in der Gemeinde. Wird noch viel mehr erlaubt, weißt du. Zusammenwohnen ist kein Problem und neue Bibeln sind kein Problem und Christen Rogenrohr ist kein Problem und so weiter. Aber das ist, dass sie erlauben, das Zungenreden. Vers 22 von 1. Korinther 1. Sind einmal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Juden fordern ein Zeichen. Ich war in 1999, glaube ich, in Athen und da waren wir auf der Areopagus, wo Paulus einmal gepredigt hat. Und na, das ist ein Riesenstein, so ich denke, es ist 2-3 Meter hoch und da kann man aufklettern und dann habe ich gedacht, ich fange an zu predigen. Ich hatte meine kleine Straßenpredigt von 15 Minuten in Englisch und da stehen ein paar Leute still, hören zu und eine Gruppe von 3 Leuten steht da so 10 Meter weg von mir und hört zu. Und wenn ich fertig bin, dann kommen sie auf mich zu und stellen mir eine Frage. Und die Frage war, ich vergesse es niemals mehr, was für Zeichen hat dieser Jesus getan, um zu beweisen, er ist der Messias? Na, die erste Frage, die ich stelle, ist, seid ihr Jude? Sie sagen, oh, wie weißt du das? Na, du hast, praktisch schon ein paar Mal auf die Straße, hast schon mal hier irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz mitgemacht, dass jemand auf die zukommt, nach einer Straße und sagt, was für Zeichen hat Jesus getan, um zu beweisen, er ist Gottes Sohn? Niemals, richtig? Wir haben niemals getroffen. Ich sage, das ist der Jude. Ja, wie weißt du das? Ja, wir haben diese Frage allein. 3 Juden aus Irak waren da in Athen, junge Jungs, und hat man geredet über Jesus als Beweis, dass er der Messias ist, das größte Zeichen natürlich die Auferstehung von den Toten. Ja, und das spürte ich schon, dann war es ein wenig unangenehm für die. Ja, muss ich nun gehen, ja. Weiter. Ja, keine Zeit mehr. Naja, aber die Juden wollten natürlich auch eine Tour haben durch die Areopagus und Akropolis. Und sagen sie, ja, danke schön für die Zeit. Weißt du auch jemanden, der uns eine billige Tour geben kann? Durch die Areopagus. Oh, sag ich, das ist kein einziges Problem. Ich gebe die es gratis machen. Gratis, Jude, weißt du. Wo? Ich sage, hier, ein gebürtiger Grieche, die kommt aus Athen und tut das alles gratis vor. Ich sage, Peter Zerodidis, war der Hilfspastor von der Baptistengemeinde in Athen. Ich sage, die Jungs möchten gerne eine Tour haben, gratis. Kannst du mir etwas erzählen? So, ich sage so, weißt du, so etwas von der Geschichte. Apostelgeschichte 17 und so weiter. Kein einziges Problem. Ich nehme sie mal eine Tour mit und so weiter. Und nach einer Stunde sind sie durch, kommen zurück und haben nochmals die ganze Evangelium gehört durch alle anderen Geschichten von griechischer Mitte, Athen und Zeus und so weiter. Und dann ja, wurden die Juden genommen in ihren Ding, billig etwas, also umsonst eigentlich bekommen. Und dann haben sie es umsonst bekommen, aber daneben noch als extra Gnadegabe das Evangelium hören dürfen. Das sind die Juden, die fordern ein Zeichen. Nun, erstmal, dass Zeichen erwähnt werden in der Schrift, ist in 2. Mose Kapitel 4. Und dort fängt Israel als Volk an. 2. Mose Kapitel 4, nehmen wir die ersten 9 Versen. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mich nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was ist, das du in deiner Hand hast? Er sprach, ein Stab. Er sprach, wirf ihn von dir auf die Erde. Und er warf ihn von sich. Da war er zur Schlange und Mose floh von ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie bei dem Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und hielt sie. Und sie war zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass dir erschienen sei der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, strecke deine Hand in deinen Busen und er streckte sie in seinen Busen und zog sie heraus. Siehe, da war sie aussätzlich wie Schnee. Und er sprach, tu sie wieder in den Busen und er tat sie wieder in den Busen und zog sie heraus. Siehe, da war sie wieder wie sein ander Fleisch. Wenn sie dir nun nicht werden glauben, noch deine Stimme hören bei einem Zeichen, so werden sie doch glauben, deine Stimme bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diese 2 Zeichen nicht glauben werden, noch deine Stimme hören, so nimm des Wassers auf dem Strom und gäuß es auf das trockene Land, so wird dasselbe Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Also hier haben wir Zeichen. Eine Schlange, die, also statt die zu Schlange wird, Wasser zu Blut und anhand die aussätzlich wird.
Und das ist Juden, die als Volk glauben müssen, dass wenn jemand da kommt im Namen von Jehova, er inderdaad de richtige persoon ist. Die fordern ein Zeichen. Also das jüdische Volk fängt an, weil die sind sie als Volk, sie sind in Ägypten eingezogen als Familie, Familie von Jakob, 17 Jahre ungefähr, aber sie gehen raus als Volk und das Volk fängt an mit Zeichen. Und das ist die Trennung von Rote Mitte, dieses größte Zeichen, das schillende Zeichen, was es damals gegeben hat. Dann gehen wir nach zum Neuen Testament und kommen wir nach Johannes Kapitel 4, Vers 48. Johannes 4, Vers 48. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Mit anderen Worten, ein Jude glaubt nur, wenn er Zeichen und Wunder sieht. Nur Glaube alleine, wie wir als Heiden, ist für einen Jude relativ schwer. Und natürlich sagt er, wie kann er die zum Herrn führen? Na, das ist schon ein Problem, weil der größte Beweis, das Zeichen, sagt Jesus, ist eine Auferstehung von Toten. Dann bin ich weiter in Johannes 6, Vers 30, wird das nochmals erwähnt. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkst du? Schau die Reihenfolge: Sehen und glauben. Warum sind die Juden so auf die Augen? Es kann sein einfach. Abraham wurde die Erde versprochen, dass er ein Erbe der ganzen Welt sein sollte, Römer 4. Und das ist heute der Grund, warum Juden gut sind mit Geld, mit Gold. Hast du es gesehen, letzten Monat, glaube ich, dass in Bosnien hat es angefangen, glaube ich, haben sie diese Demonstrationen gehabt, dass die Banken immer sich verreichen. Und es ist sicher auch in Nachrichten hier in der Schweiz. Und ich glaube, in Zürich hat es angefangen. Beim Börsenplatz, Paradeplatz, da gibt es Zelt, glaube ich, schnell aufgestellt und so weiter. Und schau mal, was passiert nun. Die ganze Idee ist, die Juden bekommen den Schuld, wie im Jahr 30 unter Hitler, von der Krise. Und das Ziel soll sein, nur am Anfang, ich habe es oft gesagt, dass wenn Obama rausgeht, vermutlich kommt da eine weiße, rechte, sauber Kerl, wahrscheinlich diese Gouverneur von Texas, Perry heißt sie, scheint von neuem geboren zu sein, wenn er so ist oder nicht, ist nicht Mitglied von irgendwo einer Art von geheime Genossenschaft, Freimaurer, Wildenberg oder was auch, kein Katholik und sollte de ideale Mann sein, um ein saubere, weise Präsident zu sein, die dann, wie Hitler, das Faschismus einführt und schlussendlich die Juden indirekt sollen Schuld bekommen von dieser Krise. Warum? Weil wir haben da in Amerika noch 6 Millionen plus Juden und die müssen einmal zurück ins Land gehen. Und dort werden da falsche Zeichen und Wunder getan, um das jüdische Volk zu verführen. Komm nach 2. Thessaloniker 2, Vers 9. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Des welchen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wunder. Der Boshaftige, der Antichrist, Vers 8, soll sich so offenbaren. Das heißt, der Teufel kann auch Kräften, Zeichen und Wunder tun, aber sie sind lügenhaft, sie sind nachgeahmt. Wie heute hier in Toggenburg hat man diesen Hals. Ärzte, Doktoren, weiße Magie wird oft auch hier betrieben. Und es ist ein Arzt, der gesagt hat, hey, Doktor, gesagt hat, ich kann alle Leute helfen, ich kann mir selber nicht helfen. Er hat in der Tat mit Blutwund gemacht mit dem Teufel. Und konnte Leute in der Tat helfen, das ist auch sichtbar. Aber sich selber konnte nicht helfen. Der Fall ist die größte Nachahmer. Und das ist die ganze charismatische Bewegung, ist eigentlich an Vorbereitung hier auf, nach der Entrückung, dass das jüdische Volk den Teufel von Mark im Fleisch, im Körper des letzten Papstes, akzeptiert als der falsche Christus. Und heute habe ich letztes Mal gesprochen, was war das Sonntag, über die Ökumene, dass heute, das war 28. Juni dieses Jahres, in Genf, der Vorsitzende von der Weltrat von Kirche,
der Kardinal über von interreligiöse Dialog und der Vorsitzende von der weltweiten Evangelischen Allianz, auch die Schweizer Evangelische Allianz, worunter alle Baptisten und Freie Evangelische Kirche hier auch in St. Gallen fallen, zusammen einen Bund gemacht haben, einen Vertrag unterschrieben haben, um nicht mehr aktiv voneinander Leute zu proselytieren, das heißt versuchen zu bekehren. Und natürlich tun sie auch alles daran, dass wir, die unabhängig sind, deswegen sind wir eine unabhängige Baptistengemeinde, nicht verbunden mit einem Baptistenbund oder mit Leuten ins Ausland oder andererseits in der Schweiz, aber einfach unabhängig sein und deswegen nicht kontrolliert werden können von einer Ökumene, indirekt von der Welt oder dem Papst. Alles daran getan wird, um solche Leute den Mund zu stoppen, durch solche Verträge zu unterschreiben. Das geht indirekt gegen Straßenprediger. Nun, dann gehen wir nach Markus 16, weil der Herr sagt in der Tat, dass beim Verlassen dieser Erde sollen seine Jünger und von den Aposteln die Zeichen nachfolgen. Markus 16, Vers 14. Zuletzt, da die Elfe zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt ihnen Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Und da sagte er, Vers 16, das große Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Vers 17, die Zeichen, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das sind sichtbare, äußerliche Zeichen. Na, wer folgt ihnen das? Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben. Das heißt, an Apostel, an Petrus und Paulus, die haben diese Zeichengabe, und das sehen wir auch in Apostelgeschichte, die können diese Zeichen tun. Und diejenigen, die durch den Aposteldienst zum Glauben kommen, Anfang Vers 17, wie die Korinther. Die Korinther sind zum Glauben gekommen durch Paulus' Dienst, und auch die haben diese Zeichengabe. Warum war das? Nou, wir haben gesehen, die Juden fordern Zeichen und auch in Korinthe waren Juden. Und Juden fordern dann Zeichen. Das heißt, wenn sie dann in so eine Gemeinde kamen in Korinthe, hat jemand Gott gelobt gepriesen in eine Sprache, in Ivrit zum Beispiel, in Hebräisch. Weil die Person ein einfacher Handels- oder Schiffsfahrer sein könnte. Aber er hat in Ivrit gesprochen und die Juden haben dann gesagt, das ist unglaublich. Kun je verstehen? Natuurlijk übersetzt werden auch in Griechisch für die Gemeinde. Aber da haben sie gesagt, es ist außerordentlich, dass die solche Leute plötzlich andere Sprachen sprechen. Na, der wahre Grund, warum das wirklich passiert ist, wissen wir, war, wo sind alle neue Sprachen angefangen? 1. Mose 11, Babel. Die babylonische Sprachverwirrung. Babel heißt Verwirrung. Und warum war das? Die Menschen wollten sein wie Gott. Also Gott hat das Volk, das die Menschheit gerichtet, durch die verschiedenen Sprachen zu gehen. Das heißt, Zungen und Zeichen, die dann ein Bild von Jakobs Trübsalszeit, weil Gott so Jakob Israel anfangen zu richten. Das heißt, wenn Jesus Christus hier kam und zurückgegangen ist, dann haben die Jünger angefangen in Zungen zu sprechen. Na, das ist angefangen dabei bei Babel hier, an Urteil Gottes. Und das war also der Anfang von Gottes Urteil auf das jüdische Volk, Jakobs Trübsalszeit, wovon das Alte Testament schon viel spricht. Aber die Juden haben gesagt, nein, wir glauben nicht, dass Jesus der Messias ist hier. Wir lehnen ihn ab. Wir haben gesehen, in Apostelgeschichte tut sie viermal. In Jerusalem, in Kleinasien, in Griechenland und in Rom. Und dann in Apostelgeschichte 28, sagt der Heilige Geist, oder Paulus sagt es zu den Juden, von nun geht das Evangelium an den Heiden und sie werden hören und ihr Juden nicht. Und da verliert Paulus auch die Zeichengabe in einem Brief, den er geschrieben hat, nachdem er aus dem Gefängnis war, in Apostelgeschichte 28, 2. Timotheus 4, wo er sagt, Trophimus habe ich immer leid krank hinterlassen. Ich konnte seinen eigenen Jünger nicht mehr heilen, obwohl er ein Anfang Apostelgeschichte wird heilen könnte mit einem Taschentuch. Oder sein Schatten ist auf jemandem gefallen. Seines Lebens konnten sie an seine Jünger, Mitarbeiter nicht mehr heilen. Warum nicht mehr? Die Juden haben das Evangelium abgelehnt. Kein Zungen mehr,
bis die Entrückung, wenn die Entrückung stattgefunden hat, kommt Jakobs Israels Trübsalzeit, das Gott wieder mit Israel anfängt. Dann haben wir 144.000 junge Männer, Jungfrauen, Offenbarung 7, und die predigen in Summen des Evangelium über die ganze Welt. Anderes Evangelium, aber die predigen schon. Nun, die Charismatiker, die haben die Neigung, immer ihre Zeichen zu benachdrucken. Warum tun sie das? 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 12. Denn es sind ja eines Apostels Zeichen unter euch geschehen mit aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Das heißt, die Apostel haben Zeichen gehabt. Das heißt, jemandem, die sagt, ich bin ein Apostel, musste auch zeigen können, er hat Zeichen. Und zwar kein Apostel. Und das erklärt, warum die Charismatiker einen großen Freund haben. Charismatiker wurden eingeladen bei 2. Vatikanische Konzil. Und da sind die Charismatiker zusammen mit der römisch-katholischen Kirche. Na, warum ist das? Die haben beide eine Sache gemeint. Sie hassen das Buch. Charismatiker sagen, die haben die gleiche Autorität wie ein Apostel, weil die haben auch die Zeichen. Und Apostel konnte mit apostolischer Autorität sprechen und Dinge offenbaren, die auch schriftlich waren. Also neben der Schrift war. Paulus hat zum Beispiel, wie der andere Apostel, auch Bücher geschrieben. Und das hörst du aber, diese Charismatiker, die haben immer diese Zeugnis, dass sie jedes persönlich gesehen haben und treffen. Das muss man gut hören. Und dann haben sie, ich habe auch ein Wort des Herrn. Wort des Herrn. Das heißt, es ist eigentlich immer so autoritär als das Buch selbst. Na, wie tut das Gleiche? Rom. Rom sagt, ja, wir haben auch apostolische Autorität, aber die haben vier Petrus bekommen. Und all diese korrupte, korrumpierte Papst und so weiter. Und deswegen haben wir auch das Recht, um neben die Bibel, eigentlich über die Bibel, die Tradition, die Konzilie, die Aussage des Papstes und so weiter, in sie klicken, das zu stellen. Dann gehen sie schön zusammen. Rom und Charismatiker auf verschiedene Hintergründe hassen die Autorität von diesem Buch. Na, wenn du heute nur sagst, wie sieht es aus mit der heutigen Gemeinde? Schlecht. Warum? Im Moment, dass du dieses Buch loslässt, die alte Luther, gehst du immer in was heute genannt wird, die Ökumene. Weil die Kirche wordt verwelt, Weltsystem. Dus die Gemeinde geht zurück in dieses Weltsystem, dieses eigenlijke Weltsystem. Das Buch hält dich weg von dieses Weltsystem, mit seiner Lust und Begierde. Die neue Bibel haben alle einen weltlichen Geist, auch wenn sie sogenannt auf ein textliches Rezept gegründet sind, wie die neue Luther oder die Schlachter. Aber es sind weltliche Bibeln. Und unsere Christenheit ist eine weltliche Christenheit. Sie liebt die Welt. Es hat kein Interesse, um sich von der Welt getrennt zu halten. Die meisten Baptisten und evangelische Volksmissionen hier, of neugeborene Christen in St. Gallen und die ganze Schweiz, sind in die Ökumene durch die evangelische Allianz. Die wieder unter die, das ist die evangelische Allianz, er ist unter die Welt, evangelische Allianz, und die sind unter der, indirekt unter der Weltraad von Kirche in Genf. Und die sind wieder indirekt unter der römisch-katholische Kirche in Rom. Alle Wege führen nach Rom, nicht? Ich habe auch ein Büchlein hier darüber, es ist gut um zu lesen. Das ist geblieben. All in einem Boot, sage ich, glaube ich. Ja, es wird gut dokumentiert von Rainer Wagner. Ökumene und der Preis der Einheit. Und beschreibt unter anderem auch Pro Christ, kennt ihr das? Pro Christ, wo, das war in 1993 das erste Mal erwähnt, wenn Billy Graham predigte, und wie es das Liebe ist, übertragen in verschiedene Länder. Und dann übersetzt, und dann hat Billy Graham damit aufgehört und hat dann sicher Panzani. Das übernommen. Und ja, da sind auch Katholiken bei. Und die gehen zurück in ihre katholische Kirche, wenn sie den Herrn aufnehmen. Das ist die Philosophie von diesem Pro Christ. Und das Buch beschreibt das auch. Dann gehen wir nach Apostelgeschichte, Kapitel 1.
Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 21 bis 26. So muss nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über welche der Herr Jesus unter uns ist, aus und eingegangen, von der Taufe des Johannes an bis auf den Tag, der von uns genommen ist, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zehn Josef, genannt Barsabas, mit den Zunamen Just und Matthias, beteten und sprachen: Herr aller Herzen, Kündiger, zeig an, welchen du erwählt hast unter diesen zweien, dass einer empfange diesen Dienst und Apostelamt, davon Judas abgewichen ist, dass er hinginge an seinen Ort. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er war zugeordnet zu den elf Aposteln. Also hier sind die elf Aposteln, die müssen ein- und ausgegangen sein mit dem Herrn Jesus Christus. Und das war eine Bedingung, dass er ein Zeuge war von der Auferstehung Jesus Christus. Das ist das Herz vom Evangelium. Und deswegen sagt Paulus über sich selber, ich habe es natürlich nicht gesehen. Er war in dieser Hinsicht kein echter Apostel, weil er war schon ein echter Apostel, aber nicht in der Sicht, dass er ein persönlicher Zeuge war von seinen Ein- und Ausgängen und vor allem nicht von seiner Auferstehung. Deswegen sagt er in 1. Korinther 15, Vers 8, am letzten nach allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Also er nennt sich als unzeitig geboren. Na, das hat eine doppelte Bedeutung, weil nicht nur wurde Paulus als unzeitig geboren, er ist das ideale Bild hier von einem Trübsalsheiligen, einer Jungfrau, einem Mann, der niemals heiratet, die hier als einer 144.000 raus sind, um zu predigen. Und in Zungen predigt. Mit Zeichen dabei. Und Heilung dabei. Wie de eerste apostel am Anfang van Apostelgeschichte. Van Johannes Evangelium. Ja, nou, vraag. Weil von uns genommen ist. Ist da gemeint, fangen an von Jesus Christus? Oder zum Erfahrung? Wo ist welche Vers ist das? Apostelgeschichte 1, Vers? Vers 22. Wo wenn ein Zeuge seiner Auferstehung wird ja noch erwähnt. Ja, ich kurz schauen, wie das hier erwähnt wird. 1, 22. Ja, das ist das, der Himmelfahrt, wird da erwähnt. Aber das wichtigste Punkt ist hier, ein Zeuge seiner Auferstehung zu sein. Also heißt, sie moesten zijn van bevor ze apostel worden, van de taal van Johannes af, maar dat viele waren jünger van Johannes, bevor ze jünger Jezus worden en apostel worden, bis de Himmelfahrt, aber het kritische punt is daarin, die de Zeugen van de Auferstehung zijn. Also is niet dat ze in een chronologische Reihenfolge gehören. Dann, wie wir wissen, is de Feind diejenige, die alles nachahmt, en deswegen gibt es auch falsche Aposteln. 2. Korinther 11. Und heute hat man eine Menge falsche Apostel. Und Gottes Wort sagt deswegen, man muss sie auch prüfen. 2. Korinther Kapitel 11, Vers 10. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den Ländern Achaias nicht gestopft werden. Warum das? Dass ich euch nicht sollte lieb haben, Gott weiß es. Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, dass ich die Ursache abbaue, denen die Ursache suchen, dass sie rühmen möchten, sie seien wie wir. Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn ihr selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts. Darum ist es nicht ein großes, ob sich auch die seine Diener verstellen als Prediger seiner Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken. Also, wir sehen hier den Teufel Aposteln, Arbeiter, und er selber verstellt sich zum Engel. Also, ein Engel ist nicht nur eine Botschaft, er ist auch eine Erscheinung. An Joe Smith, der Gründer der Mormonen, erschien er als ein Engel. Der Engel Moroni, glaube ich, war das. Und an Mohammed ist er auch ein Engel erschienen. Der Engel Gabriel, glaube ich, das. Gut erinnern. Und hier ist das Gleiche. Wir haben da in 1917 da in Portugal bei Fatima, glaube ich. Da Kinder, die haben dann diese Lichterscheinungen gesehen, also nicht UFOs oder so etwas. Und dann denken sie, ja, das ist Maria, die eine Botschaft gibt in diese Welt.
Das ist Maria Liguori, der Kardinal hat ein Buch geschrieben, die Herrlichkeit der Maria ist, und schreibt darin, dass Maria ist nichts anderes als der Königin der Hölle. Kardinal Liguori. Also dieser Wesen hat alles nachgeahmt, inklusive Aposteln, Arbeiter, Diener, die sich verstellen als Prediger der Gerechtigkeit. Viele von, wir haben einen Film dahinter liegen, ein Video, ist er noch, VHS glaube ich, das heißt Wolf in Schafskleid. Also wenn du einen VHS-Rekorder hast, den kann man mitnehmen, kannst du mal sehen. Auch wenn du nicht so gut Englisch verstehst, du siehst, der große charismatische Prediger aus Amerika, Benny Hinn, Copeland, De Plessis, Südafrikaner, die aus ihrem eigenen Videomaterial wird gezeigt, sie sind Satansanbeter. Sie machen oft das Zeichen. Und sie sagen, wenn man gut hört, allerlei sehr gotteslästerende Dinge. Und deswegen musst du das alles prüfen. Und du kannst es nur prüfen, wenn du dieses Buch hast. Wenn du das nicht hast, hast du wirklich keine große Chance. Und wenn wir das alles anschauen, weißt du, all diese Bücher über Ökumen, ist alles eine gute Analyse. Und auch andere Dinge sind eine gute Analyse hier. Aber schlussendlich kann man nichts dagegen tun, mit Ausnahme, wenn das Volk Gottes, die Gemeinde, zurückgeht zu diesem Buch. Das ist das Letzte, was sie wollen. Damit, und das ist auch schon prophezeit. Komm bitte nach 2. Thessalonicher Kapitel 2. Sie Gott den Heiligen Geist warnt, aber weiß schon, was sein Leib tun soll, seine Gemeinde tun soll. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Vers 10. Vers 9 haben wir schon erwähnt, dass der Boshaftige, Vers 8, seine Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kraften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführen zu Ungerechtigen unter denen, die verloren werden, dafür, dass sie die Liebe zu unterstreichen, Wahrheit nicht haben angenommen, dass sie selig wurden. Die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu diesem Buch. Gott sagt, dein Wort ist die Wahrheit. In der alten Luther. Und die Bibel haben davon gemacht, dein Wort ist Wahrheit. Nein, dein Wort ist die Wahrheit. Wenn ich keine Liebe zu die Wahrheit habe, hast du keine Chance heute. Vers 11, warum? Das wird erklärt. Darum wird ihnen Gott, nicht der Teufel, Gott sendet kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Sie glauben der Wahrheit nicht, dein Wort ist die Wahrheit. Also ein Volk Gottes heute, was dieses Buch ablehnt, hasst, hat keine Chance. Nun, wir haben nun die Webstraße gestartet schon, das heißt, wir können mal drauf gehen. Das heißt, Luther1545.org, hier ist noch ein Aufbau, aber kommt mehr und mehr darauf. Und das Ziel ist, lehmäßig, dass hier mehr und mehr Material aufkommt, dass Leute, die als Christ Wahrheit suchen, das Buch, die Wahrheit haben, und das, in der Zeit auch billig bekommen können, billiger als wir es heute haben, das Neue Testament, Johannes-Evangelie, ganze Bibel. Und dann, denke ich, können wir nur den Abfall ein wenig schneller, also weniger schnell gehen lassen. Du kannst es nicht stoppen, weil Gottes Gericht ist die einzige Lösung für Abfall in jeder Dispensation. Aber man kann schon diejenigen, die noch Interesse haben zur Wahrheit, helfen, rauszukommen, zusammenzukommen im Namen Jesus Christus, aufgrund von einem guten Text, und dann sie lehmäßig helfen, um gut genährt zu werden und durchzuziehen als Jünger Jesu Christi. Letzte Referenz nehmen wir noch in Offenbarung 2, Vers 2. Das ist ein Auftrag, den Gott gibt an alle Christen, um die Geister zu prüfen. Und vor allem diejenigen zu prüfen, die sagen, dass sie Aposteln sind. Offenbarung 2, Vers 2. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Böse nicht tragen kannst und hast versucht, die so da sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie Lügner erfunden. Das heißt, diese Gemeinde, die erste Gemeinde, die hat geprüft, versucht, diejenigen, die bekennen, wie sein Apostel, aber sind es nicht. Kann sie prüfen. Du sagst, wie kann ich dann heute ein Apostel prüfen? Na, nicht so schwer. Du kannst ihm fragen, tu mir ein Zeichen. Ich sage, gib mir meine schöne schwarze Haare zu. Oder gib mir meine, bete für mich, dass ich meine Augensicht zurückgebe, ich mache die blöde Brille nicht mehr zu tun. Du
muss doch kein Problem sein im Vergleich mit Paulus, die Leute vom Toten auferweckt hat und blindgeborene Sehnen macht und so weiter. Das ist ein kleines Ding. Tun wir dann nur noch ein Zeichen. Sagen sie alle dann, nein, das ist Gottes Versuch. Wenn sie Gott versuchen, sagen wir dann unglaublich. Du bist einfach ein Charlatan, du bist einfach jemand, die etwas bekennt, Charisma zu haben, begabt zu sein, und hast nichts. Denk mal nach, wenn sie wirklich so begabt waren wie Paulus, nehmen wir an, das ist so. Nehmen wir an, das war bei dir so. Du hast die Gabe von Heilung. Ja, was? Was tust du dann? Dann gehst du nicht hier sitzen, dann gehst du in alle Krankenhäuser und du legst die Hände auf die Leute, vor allem bei terminale Abteilung, und dass die Leute so wieder gesund werden, nicht? Das tut keiner. Ze hebben deze speciale versammelingen, dan moesten ze hier in het zelt komen. Er is 1 collecte, 2 collecte, 3 collecte, 4 collecte afgenomen. En ik heb die huizen gezien van de jongens van de Brownsville Revival in Amerika in de jaren 90. Dat was zo'n wekking in de zuidstaten van Amerika. Ik ben ook doorheen geweest, ik proef alles. En ik zie die huizen van deze jongens. Ik zie de gezichten van Kilpatrick, de Pfingstpastor. Die was in zijn miljoenenhuis aan het bouwen. Dat is precies het veld vandaag. Aber dann dachte ich, und dann um Point fahren nach unten. Na, denkst du, was tut er dann? Er ruft direkt seinen Evangelist an, Steve Hill, um zu fragen, kann man die Hände auflegen, dass ich heilen kann? Nein. Was tut er? Er ruft direkt die Ambulanz und geht direkt ins Baptistenspital, um dort behandelt zu werden. Die Jungs wissen voneinander schon, dass sie einfach Scharlatan sind und nichts tun können. Na, das ist der wahre Geist von diesen Pfingstcharismatiker. Und es sind Lügner. Und wenn du irgendwo an der Arbeit anfängst und du erlaubst, dass die charismatische Pfingstlehre reinkommt, dann kannst du direkt die Kirche schließen. Das tötet eine Gemeinde vollkommen. Es gibt drei Dinge, die eine Gemeinde töten. Das ist Calvinismus, charismatische Lehre und was war der dritte noch? Na gut, das ist nicht so oft vor hier. Diese zwei hier in Europa. Calvinistisch ist, warum dass Leute dann die Idee bekommen, Leute sind schon ausgerüstet vor der Gründung der Welt. Ich brauche niemals zu zeugen, weil Gott hat schon entschieden, wer errettet und verloren sind, bevor die Gründung der Welt. Das tötet eine Gemeinde. Und die charismatische Lehre tötet eine Gemeinde, weil die sagen, ich tue, was gut fühlt, statt biblische Autorität aufgrund von Gottes Wort predigen. Und das macht eine Gemeinde auch tot. Und das musst du mal schauen. Wenn du in diese, na, Sander kennt es vielleicht ein bisschen, diese so Baptisten oder Freie Evangelische Kirche hier geht und so weiter. Kommt hier ein alter Luther-Tribel an und sagt, hallo, ja, wie geht's dir? Ja, ich bin von neu geboren, ich glaube, ein alter Luther-Text und so, dann direkt kriegt der ganze Geist mit so, nicht so gerne. Und wenn er einfach dann sagt, ich möchte auch ein Zeugnis geben und so weiter, und du liest, nimmst das Buch in deine Hände und liest etwas klar daraus, dann spürst du einen Geist dahinter. Die Leute sagen, ah, mir nichts mit dir zu tun. Ja, das sind rausgegangen, also mit diesem Kind, wo charismatisch Lehre gemeint ist. Das war noch in der Baptistengruppe da, ja, nicht? Ja, aber sie sind da im Zentrum in St. Gallen gewesen. Okay. Also das war schon lange Zeit her, nicht? Ja, das ist etwa 16, 17 gewesen. Also das ist schon 15 Jahre her oder so? Ja. Das ist mir noch, und das ist nicht wahr, dann redet die saubere Gemeinde damals. Ja, ach, dann ist es gut. Und das ist eben das Problem, weißt du, dass das ein Grund von meinem Pastor, der Pastor muss für die Lehre schauen. Und die Lehre ist sehr wichtig, weil wenn die Lehre, darum benachrichtigen sie auch die Lehre oft, und viele Leute, die dann hier kommen als Christ, die kommen nicht zurück, weil die haben die Lehre nicht gekriegt. Die gehen gegen ihr, was sie erfahren haben, aber dann muss die Erfahrungen richten anhand von der Lehre, von Gottes Wort. Maar ze hebben geen absolute autoriteit. En daarom zeg ik immer, wenn die Bibel korrekt is, de leer is korrekt, dan kan man in deze structuur vieles doen. Maar ook klar sagen, dat is aan ihre Lehre, damit wir dich nichts zu tun haben. Wenn du es erlaubt, in einem Haus, in eine Gemeinde zu kommen, dann wird vieles kaputt gemacht. Du musst mal schauen, bei vielen von Kindern von Charismatiker, die gehen oft nicht mit den Herren. Weil die Eltern sind mit dem Fleisch gegangen, die Kinder dann, die tun das Doppelte, was die Eltern tun, die gehen überhaupt nicht mehr hin, was das Fleisch hat. Die keren am Sonntagmorgen in die Gemeinde zu gehen. Wir blieben im Bett liegen. Noch Frage noch oder nicht? Ja. Ich habe gelesen, dass im Alten Testament eigentlich gewarnt wird vor Okkultismus, also Wahrsagerei und das Ganze. Ja. Da steckt sicher ein falscher Geist dahinter. Aber ja. Meine Frage ist mir eigentlich, ist Satan auch gezwungen, man die Wahrheit zu sagen?
Nein, aber er tut es, weil er weiß, dass wenn er klar lügt, zum Beispiel wenn die Muslimen hier kommen und die sagen, ja, wir glauben an den Koran und Jesus nicht auferstanden, dann sagen die meisten, ja, du bist ganz bescheuert. Das ist klar, das glaubt kein Mensch hier, oder kein Orthodox, kein Serbischer Orthodox oder kein Schweizer sagt dann, das glaube ich. Aber wenn er sagt, ja, weißt du, Jesus ist vielleicht auferstanden, aber wenn du einfach die Kekse nimmst, dann kannst du auch persönlich mal essen oder die kannst du auch in die Ökumen, weißt du, dann kann man viele Leute, die bekennen oder von einem geborenen Christ sind, verführen, um nicht unter biblische Autorität zu kommen. Das heißt, ihr mischt bewusst Lüge mit viel Wahrheit. Wie er tut in Matthäus 4, Jesus sagt, dreimal ist es geschrieben, und zweite Mal sagt er zu Aftorflag, es steht geschrieben, zitiert Bibel, aber lässt etwas weg. Und das gefährlichste Jehovas Zeugen. Sind gefährlicher für einen jungen Christ als ein Muslim. Weil ich überlege mir eins, ich meine, die orthodoxe Gesellschaft, sie sind zwar gottesfürchtig, aber sie befassen sich nicht mit dem Wort. Nein. Und ich erinnere mich, da war ich vielleicht 19 oder 20 Jahre alt. Ich hatte da mal sicher 2-3 Monate lang nur Albträume gehabt. Und dann ist man nach unten gegangen zu irgendeiner Frau, die anscheinend ja, helfen kann, oder? Sie hätte die Begabung zu sehen, oder? Und als wir dann reingingen, da waren natürlich Kreuze da, Bilder, also. Sie hat immer Jesus gesagt, Jesus, Jesus, oder? Mhm. Und dann hat sie angefangen, ihre Karten zu legen, was auch immer. Da habe ich gesagt, was macht sie da? Sagt sie, ja, ich war mit meiner Mutter, oder? Und die hat eigentlich auf den Punkt genau sagen können, was es ist. Die hat gewusst, wo, was ist, wer, ob das wirklich meine Mutter ist oder nicht. Ja, wie viele Geschwister ich habe, ob ich wie viele Kinder ich habe, die hat genau gewusst. Also heißt das, dass das ein falscher Geist ist, der ihr die Wahrheit sagt? Ja, weil Geister beobachten dich auch, uns auch. Und die sind unsichtbare, sehr intelligente Wesen, können wissen also viel von uns. Aber sind lügenhafte Geister mit einem Ziel, um deine Seele oder dein Leben zu zerstören. Ja, wenn du zu einem Tarotkart gehst, Ouija-Tafel gehst und so weiter, dann hörst du vieles wahr. Damit fangen sie mehr an. Sie mit Casino. Dann gehen sie an, hey, ich gewinne etwas. Ich probiere mir alle, geh noch mehr rein. Persönlich kannst du niemals gegen der Kasse gewinnen. Das ist unmöglich. Mathematisch gesprochen. Das fließt immer. Auf langfristige Termin. Und es ist auch so mit diese Sachen. Die Teufel, die nehmen dich rein, durch Wahrheit zu erzählen. Dann sagst du, hey, das ist gut. Und noch mal nächstes Mal wieder etwas. Ja, wenn du was Gutes hast, du kannst dich darauf verlassen. Du wirst dann götzen. Aber es sind Lügengeister. Und ein Beispiel davon ist in Apostelgeschichte. Da lesen wir in Vers Kapitel 16, glaube ich, ist das. Apostelgeschichte 16. Vers 16. Es geschah aber, da wir zu dem Gebet gingen, dass eine Magd uns begegnete, die hatte eine Wahrsagegeist und trug ihren Herrn viel Genießt zu mit Wahrsagen. Dieselbe folgte allenthalben Paulus und uns nachschrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Seligkeit verkünden. Solches tat sie manchen Tag. Paulus aber tat das weh und wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir in den Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfahrest und er vollaus zu derselben Stunde. Da wir hierher sagen, dass die Hoffnung ihres Genießes war ausgefahren, nahmen sie Paulus und Silas und sich auf den Markt vor der Obersten und so weiter und wenn sie fast beschuldigt und wenn sie gestorben, Vers 22. Ein Wahrsagegeist, die spricht die Wahrheit hier. Die Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. Durch die Weg der Seligkeit verkündigen, das stimmt auch noch. Also, dieser Geist sagt eigentlich das Wahre. Ja, das ist ein Wahrsagergeist. Also der Teufel kann auch die Wahrheit sagen, aber für mich ist immer mit ein wenig Lüge, weil was er nicht sagt ist, wer ist der Weg der Seligkeit? Jesus Christus, das sagt der Wahrsagergeist nicht. Immer auch die Wahrheit. Und darum ist, wenn man sich damit eingelassen hat, dann kann man es besser sagen, Herr, ich bekenne es als Sünde und dass du diese Sündenschuld von mir wegnimmst, dass ich mich mit dieser Sache eingelassen habe, und dass ich auch alle Türen schließe, wodurch etwas Unreines in mir gekommen ist. Weil dadurch kommen auch oft diese
hat das Problem ist, dass man immer wieder solche Leute aufsucht. Das ist in unserem dadurch bekommst du einen Geist, unter einen Geist, die zieht dich immer wieder zurück zu solchen Leuten. Und bleibst du in der Unabhängigkeit. Viele Christen kunnen auch besessen zijn, kunnen auch unreine Geister haben. Sterker nog, die kan gerettet zijn, und auch noch einen unreinen Geist haben. Kann sein. Man sieht ja in 1. Johannes 4, ja, wie man Geister selbst prüfen. Oder jeder, der nicht bezieht, das ist das Christus, das Fleisch. Und all die neuen Bibeln haben das geändert. Die haben da ein paar Worte rausgelassen. Kommt nach 1. Johannes 4. 1. Johannes 4. Vers 2 und Vers 3. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, an jedes Geist, die da bekennen ist, dass Jesus Christus in das Fleisch kommen, der ist von Gott. Die moderne Bibel haben davon gemacht, jedes Geist, der da bekennt, Jesus ist kommen, der ist von Gott. Wird zweimal gesagt, Vers 3, an jedes Geist, die da nicht bekennen, dass Jesus Christus ist in das Fleisch kommen, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen wird und ist schon jetzt in der Welt. Jesus, Jesus, Jesus. Bei diesen Wahrsagern, Jesus sprechen sie von. Aber das bedeutet nichts. Es gibt so viele Jesus. Sterker noch, 2. Korinther 11, kommt nach 2. Korinther 11, dann sehen wir da, dass es ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist gibt. Vers 3 von 2. Korinther 11. Ich fürchte aber, dass nicht, wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer Schalkheit, also auch eure Sinne verrückt werden von der Allfältigkeit in Christo Jesu. Denn so, der zu euch kommt, einen anderen Jesus predigte, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfinget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, schuft euch dus billig. Also, es gibt mehrere Jesus, mehrere Geister, mehrere Evangelien. Darum denke ich, ich sage immer, der Herr Jesus Christus, nicht nur Jesus. Okay, lassen wir hier eine Pause machen. Thank you.